Tim, ich habe euch in der ersten Halbzeit stärker gesehen. Da habt ihr wenig zugelassen. Seid meiner Meinung nach auch verdient in Führung gegangen. Aber am Ende der zweiten Halbzeit habe ich euch mit einem Punkt noch glücklich bedient gesehen. Ja, ich denke, das ist auch richtig so. In der ersten Halbzeit haben wir uns natürlich, wir waren motiviert. Wir haben letzte Woche in Knilling meines Erachtens nach ein bisschen unglücklich verloren. Haben dann heute gut angefangen. Ich denke, Auerbach kam auch mit einer Portion Respekt zu uns nach dem 10-1-Sieg. Bei ihnen, die sind jetzt auch nicht so gut gestartet gewesen. Wir haben es gut gemacht. Ich glaube, sie standen ziemlich tief. Das hat es uns nicht ganz einfach gemacht. Sie haben gut verteidigt. Dann hatten wir aber eine gute Aktion vor der Halbzeit, muss ich sagen, wo wir dann eigentlich auch, ich finde, verdient in Führung gegangen sind. Und wie du dann aber auch sagst, in der zweiten Halbzeit haben wir einfach aufgehört, Fußball zu spielen, meines Erachtens nach. Das, was uns stark macht, mit dem Ball waren wir einfach nicht gut genug. Und dann kommt eben so eine Mannschaft wie Auerbach zurück. Ich meine, man hat letztes Jahr gesehen, was für eine Qualität die Mannschaft haben kann. Und das haben wir dann jetzt eben am Ende noch eingebüßt und müssen dann uns auch beim Manuel Morbitzer bedanken, dass er dann da kurz vor Schluss nochmal richtig gut gehalten hat. Obwohl du vergangene Saison ziemlich viele Spiele für den FC Germania Friedrichsthal gemacht hast in der Oberliga BW, bist du jetzt in die Kreisliga gewechselt. Was waren die Beweggründe dafür? Ja, zum einen waren es, glaube ich, gar nicht so viele Spiele, wie du jetzt sagst. Ich habe am Ende nicht mehr die Minuten bekommen, die wo ich mir erhofft habe. Ich bin aber unter anderem hierher gekommen. Ich hatte schon länger Kontakt, immer mal wieder mit dem Trainer von Weingarten, auch mit den Jungs hier. Ich habe mit denen früher in der Jugend eine tolle Zeit gehabt, habe jetzt dann auch beruflich nicht mehr so die Zeit, so hoch zu spielen, wie ich es mir vielleicht auch gerne erhofft hätte. Aber Weingarten hat da ein super Paket angeboten. Es sind viele Ex-Weingartner zurückgekommen. Es war eine tolle Sache und deswegen freue ich mich jetzt auch hier zu sein. Ja, kannst du uns mehr über deine Eindrücke nach deiner Wiederrückkehr nach Weingarten erzählen und wie du jetzt hier aufgenommen wurdest? Ja, aufgenommen, super. Die Mannschaft ist eine geile Truppe. Ich war letztes Jahr schon öfters hier und der Kontakt, wie ich schon gesagt habe, der besteht die ganze Zeit, egal wo man Fußball spielt. Sind langjährige Freunde hier in der Mannschaft, deswegen hat es mir auch ziemlich leicht gemacht, hier den Einstieg zu finden. Auch die Neuen, ich meine, wir haben viele Neuzugänge bekommen. Wir haben das alles gut gemacht, das sind integriert. Das Einzige, was man vielleicht sagen muss, der Nachteil zu Mannschaften wie Wettersbach, Auerbach oder so, ist einfach das Eingespieltsein. Das fehlt uns noch, aber ich denke, das kommt mit der Runde und ansonsten aufgenommen wurden hier, glaube ich, alle super. Ja, wie sehen die Ziele aus für dich persönlich und mit der Mannschaft, die ihr ja doch ziemlich stark aufgestockt habt? Ja, für mich persönlich ist es jetzt wichtig, nach dem letzten halben Jahr endlich wieder Fußball zu spielen und auch ein bisschen verletzungsfrei zu bleiben. Ich habe da immer mal wieder ein bisschen was. Mir macht es im Moment Spaß zu spielen. Ich will ja auch Verantwortung übernehmen mit den anderen Neuen. Und die Ziele für die Mannschaft, ich denke mal, besser sein wie letztes Jahr. Ich denke, Potenzial ist da auf jeden Fall mit der Truppe. Aber wie man jetzt sieht, wir haben in Knielingen mal doof verloren. Es war eine eingespielte Truppe heute. Lassen wir auch wieder Punkte liegen, wobei es verdient war, das Unentschieden. Ich denke, wir wollen es jeder Mannschaft so schwer wie möglich machen und am Ende so weit wie möglich oben sein.